meine Lieben, ich habe heute ein Alltags-Make-up für euch. Diesmal wirklich eins und nicht diese Verarsche von dem einen Video. Heute habe ich dieses Alltags-Make-up für euch. Das ist das, was ich in letzter Zeit am allerhäufigsten getragen habe. Und ja, es ist halt schon ein bisschen auffälliger für den Alltag, aber ich finde, es ist auf jeden Fall tragbar. Und ich trage es auch. Und ja, ich habe euch das jetzt einmal gezeigt. Es ist halt mit einem kleinen Farbtupfer. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Tutorial und lasst mir doch bitte in den Kommentaren da, wie es euch gefallen hat. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi! Okay, also ich habe jetzt schon einmal vorgearbeitet ein bisschen. Und zwar habe ich Foundation schon einmal aufgetragen und meine Augenbrauen gemacht und Concealer aufgetragen. Die Foundation, die ich benutzt habe, ist die Maybelline Jade Super Stay 24 Stunden Foundation. Habe ich meiner Mami stibitzt, weil ich habe ja jetzt halt meine Fit Me Foundation, die ist mir leider etwas zu dunkel und hier, die passt von der Farbe sehr gut. Aber wenn ihr die auch benutzen wollt oder das macht und damit nicht zurechtkommt, weil ich finde, wenn man die mit den Fingern aufträgt, das funktioniert nicht. Also die lässt sich echt nicht gut verteilen. Aber wenn ihr das mit einem Pinsel macht, dann funktioniert das Ganze wirklich gut. Also die habe ich benutzt und Augenbrauen nachgezogen mit dem Essence Eyebrow Kit. Mit der hellen Farbe. Und ja, wir beginnen jetzt einmal. Und zwar mit der Sleek Original Palette. Und so. Nehme jetzt erstmal so einen flachen Lidschattenpinsel und gehe aus der Original Palette in diesen rosanen, schimmernden Goldton. Warte, ich zoome mich mal ein bisschen ran. Und das Ganze trage ich einfach komplett auf dem beweglichen Lid auf. Und ich versuche halt das Ganze immer gut zu schichten, damit die Farbe wirklich intensiv zu sehen ist. Aber um das zu verstärken, werde ich gleich noch etwas tun. Das zeige ich euch dann. So, ich finde, der Pinsel ist ja relativ klein jetzt gewesen und ich finde, ja, so hat das noch nicht so eine ganz Intensität. ich nehme mir jetzt so einen fluffigen Pinsel und gehe nochmal in die gleiche Farbe. Und trage das Ganze noch einmal darüber auf. Und ich finde, dadurch wird das Ganze sehr intensiv. So. Also das ganze Make-up geht eigentlich ziemlich schnell. Wenn ich das jetzt gemacht habe, nehme ich mir einen Pencil Brush. So. Und gehe in diese Farbe aus der Original Palette. Und das Ganze trage ich in der Lidfalte auf. So. So, hier mache ich jetzt genau das gleiche wie eben auch. Ich nehme mir wieder so einen fluffigen Pinsel, gehe in die gleiche Farbe und trage das auch nochmal so in der Lidfalte auf mit der gleichen Farbe. Und dadurch verblendet sich das Ganze auch ein bisschen besser. Seht ihr das? So, jetzt nehme ich mir wenn ich denn den Pinsel finde. Das wäre natürlich. Ich hasse das, wenn ich Pinsel nicht finde. Hauptsache, der ist die ganze Zeit in dem Glas gewesen. So, ich nehme mir jetzt einen angeschrägten Eyeliner-Pinsel und mein Gel Eyeliner von Essence in Schwarz. Und
ziehe mir jetzt meinen Eyeliner-Strich. Ach, so. In letzter Zeit trage ich ihn sehr gerne wieder etwas dicker. Also ungefähr so. Und immer wenn ich das gemacht habe nach einem Auge, nehme ich mir so ein Wattepad, wo etwas Augen-Make-up-Entferner drauf ist und mache mir den so grob etwas sauber, weil dann finde ich, lässt sich der Eyeliner später wieder besser für das nächste Auge. Also da kann man besser den Eyeliner nachnehmen für das nächste Auge. Dann klumpt der nicht so. So. Das Ganze auf eine Seite auch. Wenn ihr mal ein Video darüber haben wollt, wie ich mir meinen Eyeliner-Strich ziehe, dann sagt mir da mal Bescheid. Dann mache ich das mal. Oder generell so über die verschiedenen Arten Eyeliner. Und wie man die aufträgt oder so. Wenn ihr das haben wollt, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. So. So sieht das Ganze bisher aus. Ab dem Schritt könnt ihr das Ganze jetzt einfach so fertig stellen, wie ihr das möchtet. Also ihr könnt das natürlich generell abwandeln, wie ihr wollt. Ihr könnt auch den Eyeliner weglassen. Und einfach jetzt Wimperntusche auftragen, wie ihr mögt. Aber was ich ganz gerne mache, ist, ich nehme mir den Applikator, der in der Palette, also in der Original, wir kommen wieder zur Original-Palette, und ich nehme mir den Applikator, der dabei ist, und gehe in diesen lila Ton hier. Und den trage ich mir ganz gerne hier am unteren Wimpernkranz auf. So. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich mir einen weißen Kajal und den trage ich mir auf der Wasserlinie auf. Und normal würde ich jetzt in der Zeit, während der Eyeliner trocknet, Augenbrauen machen, aber die habe ich ja jetzt schon gemacht. Also werde ich jetzt einfach Blush und so weiter machen. Ich nehme dafür jetzt einfach einen Bronzer von Essence. Und nehme so einen großen Puderpinsel und das trage ich mir dann so ein bisschen als Rouge auf. Und jetzt benutze ich Highlighter, und zwar nehme ich den, den habe ich euch gestern im Haul-Video gezeigt, diesen von MiMiMi, diesen Beat the Blues in Sunbeam. Hier. Und dann mache ich mir hier einfach so drei Punkte hin, hier auch, im Innenwinkel. Und hier und ein bisschen auf der Nase. Also ins Auge sollte man es sich nicht drücken. So. Das verteile ich. Und jetzt schimmern wir im ganzen Gesicht. So, während das jetzt ein bisschen antrocknet, tusche ich mir die Wimpern. Und dafür nehme ich mir erstmal eine Wimpernzange und, oh je,
schimmer ich aber ohne Ende. So. Also wenn euch das zu extrem ist, könnt ihr das natürlich auch zu anderen Anlässen einfach tragen, wie ihr mögt. Aber ich trage das halt gerne im Alltag. So. Ich biege mir die jetzt nicht so stark. Dann nehme ich mir meine Wimperntusche, die Volume Million Lashes in Waterproof von L'Oreal. Und tusche mir einfach die Wimpern. Ich tusche die einfach immer so ein bisschen an und dann lasse ich es trocknen und trage dann nachher nochmal eine zweite Schicht auf, weil so lässt sich die Mascara auf jeden Fall besser aufbauen, als wenn ihr Dreck da 1000 Kilo drauf klatscht. Wenn ich das gemacht habe, dann pudere ich einfach nur noch mein Gesicht etwas ab mit meinem Essence Fixe Matte Powder. Ich kann das jetzt nicht so weit beugen, weil da schon Puder drin ist, und pudere damit ein bisschen mein Gesicht ab. Natürlich nicht da unbedingt da, wo ich Highlight aufgetragen habe. Besonders unter den Augen trage ich den auf und auf der Stirn. Und dann bin ich im Prinzip auch schon fertig. Ich nehme jetzt nur noch einen Lippenstift, und zwar von Cosmetic Cosmo in der Farbe FKK. Und trage den auf. Und dann bin ich fertig. Das ist dann mein ganzes Alltags-Make-up. Also wie gesagt, für mich ist es ein Alltags-Make-up. Wenn das für euch zu viel ist, dann weiß ich nicht, dann wandelt das einfach ab. Oder tragt es einfach zu anderen Anlässen. Aber das Besondere ist halt, ich habe hier ganz schlechtes Licht im Moment. Wir haben schon spät und es ist dunkel. Und ja, das Besondere ist halt, dass ihr hier einfach so ein bisschen Farbe mit im Spiel habt, ohne dass es total überladen wirkt. Aber eure Augen sehen halt wirklich schön betont. Und ja, und das sieht aber halt trotzdem irgendwie natürlich aus. Ja, das war's. Und wie gesagt, sag mir mal Bescheid, ob ihr so ein Eyeliner-Video haben wollt. Ich weiß, da gibt's schon viele auf YouTube, aber vielleicht ist es ja immer mal interessant, das mal von anderen Leuten auch zu sehen. Und, ja, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wahrscheinlich wird das Video jetzt erst wieder total spät online kommen, aber ich schaffe das einfach nie früher. Aber, naja, ich wünsche euch also noch einen schönen Tag und wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss!